Herzlich willkommen zur Info-Video-Reihe der Landapotheke. Unser heutiges Thema lautet Causolytkomplexe – neue Wege in der Regulationsmedizin. In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit den Individualkomplexen. Was erwartet Sie die nächste Viertelstunde? Ich werde Ihnen zunächst den Aufbau dieser Mittel beschreiben, Ihnen etwas über die Anwendung erzählen und Ihnen Möglichkeiten des praktischen Vorgehens beschreiben. Und zum Schluss werde ich Ihnen die wichtigsten Kernsätze zusammenfassen. Bevor ich Ihnen den prinzipiellen Aufbau beschreibe, möchte ich Ihnen etwas über die Herstellung erzählen. Vom Patienten werden Körpersubstanzen abgezogen. Die werden in Aquadest suspendiert, in einer solchen Monovette in die Apotheke geschickt und dann bei uns im Labor unter Zeolithzugabe 24 Stunden gesintert. Nach dieser Zeit wird diese Suspension destilliert und dieses Destillat, welches wir Vorstufe nennen, wird mit weiteren Korrekturmustern versehen. Diese Vorstufe wird erneut destilliert und mit bestimmten Kupplerlösungen versetzt, die in der Lage sind, die auf Wasserbasis beruhende Lösung blut-hirn-schranggängig zu machen. Dies ergibt dann zum Schluss das Heilmittel, welches der Patient einsetzt. Kommen wir zum Aufbau dieser Heilmittel. Sie bestehen in aller Regel aus 6 verschiedenen Strukturen. Da wären zunächst die eigenen Muster zu nennen, das, was der Patient selbst liefert. Dann kommen die Ursachenmuster hinzu, die Korrekturmuster, die Identitätsmuster, die Verankerungsmuster und last but not least die Entgiftungsmuster. Diese 6 Bereiche werde ich Ihnen jetzt im Einzelnen detailliert vorstellen. Nichts vermag den Menschen besser zu repräsentieren als das, was er selbst produziert. Daher spielen die Körpersubstanzen eine zentrale Rolle bei der Herstellung. Wir nutzen dabei unterschiedliche Körpersubstanzen, in der Regel die, die das pathologische Geschehen des Patienten gut abbilden. Dazu gehört Blut. Blut ist Träger der allgemeinen Stoffwechsellage und damit Abbild der allgemeinen Regelprozesse. Blut ist darüber hinaus Abbild der Hormonsituation. Des Weiteren Urin. Urin spiegelt den Wasserhaushalt, die Ablagerung und die Ausscheidung. Darüber hinaus ist Urin ein Spiegel unserer sozialen Probleme. Handelt es sich um emotionelle Probleme, die auftauchen, Trauer, Wut, Zorn, so sind Tränen ein idealer Träger dafür. Alles, was mit Emotionen und was mit Empfindungen zu tun hat, lässt sich durch Tränen gut nachvollziehen. Und als letztes Beispiel nutzen wir die Haut. Immer dann interessant, wenn es sich um Abgrenzung und um Kommunikation handelt. Alle anderen Substanzen können insofern gewählt werden, sofern sie das pathologische Geschehen gut abzubilden vermögen. Die Individualheilmittel bieten die Möglichkeit, sich mit verursachenden Mustern zu beschäftigen. Das heißt, Anteile anzubieten, die aus der elterlichen Linie in einem selbst Störung verursachen. Die Zugabe von Muttermuster, also Kapillarblut von Mutter, ist immer dann interessant, wenn bei Patienten Störungen vorliegen, die auf mangelnder Lebenssicherung und mangelnder Lebensbestätigung beruhen. Also Menschen hervorbringen, die Angst und furchtsam sind. Darüber hinaus macht dieser Zusatz Sinn bei Menschen, die unter Allergien leiden. Hier liegt ein Bedrohungsszenario zugrunde, also Dinge, die bereits während der Schwangerschaft angelegt worden sind. Und bei Menschen, die mit ständigen Infekten zu tun haben, bei denen kommunikative Konflikte im Hintergrund stehen. Das Ziel dieser Zugabe ist die nachträgliche Eigensicherung. Wann werden Vatermuster interessant? Also auch hier geht es um Kapillarblut von Vater. Immer dann, wenn es auf Störungen zurückzuführen ist, die mit fehlender Lebensorientierung und fehlender Anerkennung beruhen. Zweitens, Menschen mit Akzeptanzproblemen, die also sich so nicht annehmen, so wie sie sind. Und das Ziel ist die nachträgliche eigentliche Orientierung und die nachträgliche Selbstannahme.
Bei der Herstellung der Individualmittel entstehen nicht nur die eigenen Heilmittel, sondern darüber hinaus sogenannte kollektive Pools, die wir getrennt haben in Kinderpool, Frauenpool und Männerpool, um nachträglich Informationen bereithalten zu können, die zur Identitätsstiftung herangezogen werden können. Der Kinderpool ist für die interessant, die keine Kindheit erlebt haben und diese eigene Kindheit nachsimulieren möchten oder müssen. Dieser Pool liefert Impulse aus dem Bereich der Unbeschwertheit und Unbekümmertheit mit dem Ziel, nachträglich emotionell zu pubertieren. Diese Informationen werden nicht nur bei Kindern eingesetzt, sondern ganz häufig bei Erwachsenen, denen nämlich genau das fehlt. Der Frauenpool liefert Informationen aus Frauenmustern und dient der Klärung des Frauenbildes im Anwender. Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Er hilft bei der Überprüfung und Integration der weiblichen Muster und erklärt die erlebte Mutterrolle im Anwender. Das gilt sowohl für Männer als auch Frauen. Der Männerpool ist analog zu verstehen. Er dient der Klärung des Männerbildes im Anwender und hilft bei der Überprüfung und Integration der männlichen Muster, insbesondere die erlebte oder eben nicht erlebte Vaterrolle. Der nächste Bereich betrifft die korrigierenden Muster. Hier kommen alle Indikationsmittel zum Einsatz und es werden jene ausgewählt, die in der Lage sind, das Patientenproblem am besten zu lösen. Man kann hier linear vorgehen und das Beschwerdebild mit dem Indikationsgebiet verknüpfen. Also beim Diabetiker kommt Diabeteskomplex zum Einsatz. Man kann es aber auch testen und fragen, wo liegt der Hintergrund des Beschwerdebildes, und man kommt in der Regel andere Antworten. Dieser entsprechende Komplex wird mit in den Heilmittelkomplex eingearbeitet. Um den Patienten präzise in Resonanz zu bringen, muss geklärt werden, auf welcher Ebene sein Problem verankert ist. Denn nur die wenigsten Probleme, die sich am Körper äußern, haben auch mit dem Körper zu tun. Liegt ein somatisches Problem vor, das heißt, der Ausdruck ist auch gleichzeitig die Quelle, dann wird die Körpersubstanzmischung einmal destilliert. Sie spiegelt die somatischen Prozesse, also all das, was die Physiologie wiedergibt, sein Milieu, seine Keime und seine Strukturen. Liegt sein Problem tiefer, nämlich auf der psychischen Ebene, wird zweimal destilliert. Die zweite Stufe spiegelt das Alarmsystem, unsere Prägung und Konditionierung. Liegt das Problem noch tiefer, dann muss die Substanz dreimal destilliert werden. Und wir kommen dann auf die Denkebene. Hier werden Bilder, Ideologien, Glauben, Denken, Kognition, unsere Vorstellungen gespiegelt. Liegt das Problem auf der Ego-Ebene, muss viermal destilliert werden. Hier geht es um die Wahrnehmung von sich selbst und sein Selbstbewusstsein. Liegt das Thema noch tiefer, muss fünfmal destilliert werden. Hier finden wir die elterlichen Prozesse. Insbesondere geht es um die Unvereinbarkeiten von mütterlichen und väterlichen Anteilen. Liegen die Probleme noch tiefer, also bei der großelterlichen Linie, wird sechsmal destilliert. Hier geht es primär um die Schuld- und Sollkonten der Großelternebene, die über die Eltern in der aktuellen Generation wirksam geblieben sind. Und last but not least, wenn noch tiefer gebuddelt werden muss, dann tauchen wir in die Archetypenprozessebene ab. Hier geht es um die Dinge, die wir als Anteile der Großeltern, der Urgroßeltern und der Stammeltern in uns tragen und Probleme bereiten. Um die Ausscheidung und Entgiftung zu beschleunigen, wird die Substanz nach Eingang im Labor 24 Stunden lang an Zeolit gelegt. Dieses Lavagestein ist in der Lage, aufgrund seiner Kapillarkräfte Gifte zu binden, unter anderem Ammoniak, Schwermetalle, freie Radikale und Toxine. Die dabei freigewordenen Stellen werden im Körper mit Siliziumdioxid besetzt und alles andere wird über den Stuhl ausgeschieden. Kommen wir nun zu den Anwendungsbereichen und gehen der Frage nach, für wen sich diese Individualkomplexe lohnen. Im Prinzip für jeder Mann und für jede Frau, die bis dato Fragen gestellt hat, aber keine Antworten gefunden hat. Also für Menschen mit Klärungsbedarf bezüglich der eigenen Biografie und der eigenen Herkunft. Darüber hinaus sind sie für Menschen gemacht mit tief verankerten Krankheitsbildern, um diese kausal zu lösen.
Diese Kausalite machen Sinn für Menschen, die sich von übernommenen Familienmustern lösen möchten, aber es bis dato nicht konnten. Auch innerhalb der Partnerschaft machen diese Mittel Sinn, immer dann, wenn es Probleme gibt, die mit Verstehen zu tun haben. Auch Paare, die bis dato keine Kinder kriegen konnten, machen diese Mittel Sinn, weil durch die Spiegelung der Immunsysteme dadurch eine Möglichkeit geschaffen wird, beide Immunsysteme anzugleichen und damit die Empfängnis zu fördern. Familien, die innerhalb ihrer Strukturen die Konflikte von links nach rechts und von oben nach unten projizieren, können mit Hilfe der Familienkausalite diese Probleme lösen. Für Schwangere, die sich und ihrem Kind eine emotionale und immunologische Basis geben möchten, macht das Mutter-Kind-Mittel Sinn. Und zum Schluss sind diese Mittel gemacht für Menschen, die ihre Potenziale und Anlagen besser freisetzen möchten und das leben möchten, was sie sind. Wenn Sie als Therapeut mit diesen Mitteln arbeiten möchten, brauchen Sie nur zwei Dinge, einen Bestellschein und entsprechende Behältnisse für die Substanzen. Den Bestellschein finden Sie auf der Landapotheken-Homepage land-apo.de. Dort gehen Sie auf die Rubrik Info und dort finden Sie Bestellscheine. Markieren Sie dort Bestellschein für Kausalitkomplexe und drucken diesen aus. Nun müssen Sie nur noch klären, wie Sie die Rezeptur zusammensetzen sollen. Und zwar machen Sie das radionisch oder über die Kinesiologie. Klären Sie zunächst einmal, welche Körperstoffe werden gebraucht. Und markieren Sie die. Dann fragen Sie nach dem Korrekturmodul und fragen nach dem Identifikationsmuster. Und zum Schluss klären Sie die Zusatzebene. Bis wohin muss destilliert werden? Und kreuzen das entsprechend an. Diesen Auftragsschein mit der mit Wasser gefüllten Monovette schicken Sie an die Apotheke und in wenigen Tagen bekommt der Patient das Mittel zurück. Nun sind wir fast am Ende unseres Streifzuges und ich würde mich freuen, wenn Sie hier Hilfreiches und für Sie Wichtiges an Informationen haben ziehen können. Und ich hoffe, dass ich Ihnen habe klar machen können, dass es sich bei diesen Heilmitteln um besondere Komplexe handelt. Denn die Kombination aus eigenem und kollektivem ist einzigartig. Kausalitkomplexe sind tiefgreifende und gründliche Impulsgeber, die helfen, Verborgenes zu lüften und zu klären. Denn sie liefern dem Anwender präzise Regeln zum Handeln, um sich selbst zu heilen. Sie helfen dem Anwender, ehrlicher, echter und authentischer zu werden. Und sie helfen ihm, zum Ausdruck zu bringen, was er selbst ist. Das, was Sie hier gehört haben, können Sie zum Teil nachlesen. Sie werden fündig auf unserer Webseite unter land-apo.de komplexe.kausalite. Dort werden Sie fündig. Zu guter Letzt darf ich Ihnen noch einen deutschen Dichter zitieren. Einem gelang es, er hob den Schleier der Göttin zu Sais, aber was sah er? Er sah Wunder des Wunders sich selbst. Diese Epistel stammt von Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg, besser bekannt unter dem Namen Novalis. Er beschreibt nichts anderes als die Funktion des Spiegels. Das, was im Orakel vom Delphi steht, nämlich Noscite Ipsum, erkenne dich selbst, ist nichts anderes als das, was die Kausalite beinhalten, nämlich den Spiegel zu sich selbst. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Zusehen und freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Kontaktaufnahme. Bis dahin, machen Sie es gut.